Overwatch auf Wingman, Dust, Short, Dust. Geil, schon wieder Wingman. Haben wir jetzt nur noch Wingman-Fälle? What the fuck? Rose steht da hinten. Der andere ist schon genutzt. Musik ist an. Wow, lautloser Schuss, nicht schlecht. Der Schalli war ja auch drauf, nicht wahr? Das ist natürlich ein Demo-Fehler, wenn der Schuss lautlos ist. Der Kerl hat schon irgendwie ein bisschen gewusst, wo der Gegner steht. Beziehungsweise er hat wirklich penetrant gewartet. Möglicherweise haben wir dann einen kleinen, aber feinen. Wow. Warum? Warum? Was ist mit den Leuten los? Warum? Können nicht mal wieder Fälle kommen, wo ich wirklich reinschwitzen muss, wo ich sagen muss, warte mal. Warte mal. Gut. Also, Vision Assist ist auf jeden Fall schon mal bestätigt, würde ich sagen. War da jetzt auch noch ein kleiner Aim Assist mit am Start? Oder eher nicht? Hier merkt man es auch wieder, ne? Er lässt direkt von der Seite ab und geht direkt dran. Ja. Jetzt ist die Frage, ob er eben auch noch einen kleinen Aim Assist hat und irgendwie durch die Wand zum Beispiel eben auch schon mit der Deagle auf ihn drauf geaimt hat. Lockmäßig. Wir schauen mal. So, er weiß natürlich wieder, dass er jetzt hier kommt. Ah. Das ist so bescheuert. Cheater sind einfach so behindert. Also in diesem... Wenn sie machen ihren Cheat an und gehen in die Lobby rein und wollen wirklich gezielt gegen andere Leute spielen, die keine Cheats haben. Das ist diese Bastard. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wisst ihr, ich glaube, ich habe jetzt schon 120, 130, 140 Overwatches gemacht. Und es ist einfach immer wieder... Die Frage kommt immer wieder auf, warum? Es muss ja eine Behinderung sein. Ich denke, es ist wahrscheinlich eine psychische Geschichte, die in einem... die irgendwie vorliegt. Es ist ja kein normales Menschenverhalten, sowas zu machen. Es ist einfach lächerlich. Es ist jedes Mal aufs Neue ist es lächerlich. Was macht er jetzt mit Rose hier wieder? Wir gucken mal kurz in die Stats rein, ob die Gegner irgendwie auch in irgendeine Richtung... Nee, gar nicht. Wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, oder schon oft gehabt, dass Cheater gegen Cheater gespielt haben, aber hier... Oh, würde ich sagen, ist jetzt gar nicht der Fall. Den hat er verdient, den Kill, der Vollidiot. Sparrow ist auch ziemlich am Reinwurst, ne, sein Mate. Aber er ist auch schon wieder tot, okay. Oh, haben sie jetzt etwa auch angemacht, die Herren, ne? Muss mal gucken. Warte mal. Okay, jetzt ist Team Change. Also, Rose ist ganz schön am Reinhasseln, aber ist auch eben gestorben. Das ist doch jetzt echt ein Scherz, oder? Ich mach noch eins, keine Sorge. Ja, ich mache jetzt Vision Assist rein, beim Rest, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ist schon wieder das nächste da? Nein, das war das von gerade eben. Wartet kurz, ich hab ja herausgefunden, dass man einfach CSGO ausmachen kann. Und dann wieder anmachen kann. Und dann ist direkt der nächste Fall da. So war es zumindest jetzt schon ein paar Mal. Hört euch die Musik an. Genießt mal kurz diese Pause. Ja, so, CSGO. Wie ist da an? Hallo? Preparing to launch, let's go. Good, good. Ha, ja, es ist jedes Mal diese Frage, die aufkommt. Warum? Warum? Es ist das Gleiche, wie wenn du jemanden hast, der andere Leute überfällt, Kinder vergewaltigt, klaut. Wie auch immer, es ist immer die Frage, warum? Warum machen die Leute sowas? Warum? Es muss irgendeine Fehlverdrahtung im Kopf sein. Das ist ja nicht normal. Beziehungsweise... Negative Gedanken sind ja schon normal, ne? Ich meine, wir sind ja wir als Menschen sind ja schon eine aggressive Schweinepriesterrasse. Aber so als dezenter, normaler Human Being Mensch, denkt man sich vielleicht, hat man vielleicht mal, ihr wisst schon, so Gedanken, aber man macht natürlich die ganze Scheißdreck nicht. Was ist mit den Leuten los? What the fuck? Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Und dann auch noch in einem Wingman, da haben wir letztes Mal festgestellt, dass es ja fast noch irgendwie dreister ist, weil es auch, also noch auf weniger Leute abzielt, also auf nur zwei andere und naja. Komm schon, lade. Hopp, hopp. Zack, los geht's. Die Musik ist total challenge, ne? Ist geil für ein Overwatch. Ich habe da so einen langen Track, der geht eine Stunde, ich hab's jetzt gerade nicht auf dem Zweitbildschirm, der geht eine Stunde und irgendwie ein paar Minuten noch, ein paar verquetschte. Und den mache ich einfach immer an, wenn ich es nicht vergesse. Bei diesen Overwatches, weil die ja auch live auf, also die sind ja, die haben keinen Schnitt mehr. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier verspreche, in der Nase bohre oder sowas, ist es drin. Aha! Was? Wo ist meine Maus? Geil! Ding! Wie heißt die Map nochmal? Ich weiß es nicht. Warte mal, wo ist die Maus? Da ist sie. So. Cool! Auf Ding!
Dingeskirchens. Kanals. Okay, schöner Headshot, mein Fräulein oder Freundchen. Wow, er hat voll daneben gegeben im Fadenkreuz und trifft voll in die Fratz. Das sieht nach einer Eben-Geschichte aus. Auch, er zuckelt auch gar. Oh Gottes Willen, ist er mal nicht noch im Sprung? Die Frage ist es halt, ist es jetzt Only Aim Assist oder ist es auch ein Wallhack? Denn ihr wisst ja, der Wallhack ist der beste Aimer, der Aimer ist der beste Wallhack. Man kann bei einem Aim Assist einfach schon mal durch die Wände die Leute anzielen lassen von dem Assist. Und dann weiß man, wo sie sind, ohne dass man einen Wallhack benutzt. An sich ist es egal, weil er so oder so gebannt wird. Also es ist auch wieder sowas von ein klarer Fall. Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz ist es halt interessant für uns, weil es eben auch in meine Overwatch-Punkte reingeht, wie genau wir hier sind. Mhm. Aber ich denke, das ist eine... Ich denke, da ist auch noch ein Waller mit dabei. Sag mal, warum wirkt mein Auge so? Ja, durch die... Warum macht er das nicht durch die Smokes? Was raff ich da nicht? Er spielt doch schon obvious wie sonst noch was. Warum schießt er da nicht auch durch die Smoke jemanden einfach ab? Er muss sich doch zu 100% im Klaren sein, dass der Bann drin ist. Oder glaubt er, so jemand denkt sich, vielleicht nicht. Vielleicht ja nicht. Hm. Vielleicht ist es doch kein Vision, sondern nur ein Aim Assist. Weil er den hinten dran jetzt gar nicht gesehen hat. Da hinten. Weil er nicht auf ihn drauf geaimt hat. Kann sein, möglich. Man hat beide durch die Wand schon gesehen. Also wir haben sie gesehen. Aber er vielleicht nicht, weil er gar kein Vision hat. Ist das möglich? Na, jetzt vielleicht hat das Team. Lass mal kurz nach den Stats gucken. Bevor wir hier weitermachen. Okay. Guck mal, wie er aimt. Naja, obwohl, mit einer AWP ist das eigentlich ganz in Ordnung, was er da macht. Ich war mal kurz ganz langsam. Das war ja schon fast geprefired. Also, da ist, denke ich, ein Vision Assist mit am Start. Zu dem Aim Assist noch. Hinzukommend. Das heißt, er bekommt die Ultra-Packung. Es hat halt wie gesagt keine Auswirkung auf seinen Bann. Bereits eine Major Disruption, also Other External Assistance oder Aim oder Vision Assist, eines von diesen dreien reicht, um den Perm-Bann zu fressen. Aber es sollte, in Zukunft ist ja sowas geplant, dass man vielleicht diese Spiele alle mit der ID des Menschen verbindet, also mit seinem Pass. Und dann könnte man so einen Bann auch noch steigern. Das heißt, wenn jemand eine Major Disruption hat, dann hat er einen permanenten Bann auf diesen Account und kann sich aber vielleicht mit seinem Pass dann auch einen neuen kaufen. Und wenn er eine doppelte Major Disruption hat oder gar dreifache, dann ist dieser Mensch gesperrt für diese Spiele. Er darf sich es nie wieder in seinem Leben kaufen. Das sind Gedanken, die immer wieder bei den Leuten, bei gewissen Leuten eben durch die Köpfe gehen. Sowas hat man mal vor, irgendwann einzuführen, um auch die Cheater detekten zu können. Also es gibt ja Ländereien, in denen Cheater ins Gefängnis müssen. Sowas würde dann damit natürlich auch gehen. Ne? Du cheatest, die Leute haben deine Informationen und dann kommt die Polizei vorbei und du bist im Knast. Sowas wäre natürlich auch ratsam. Es ist halt dann nur sehr gefährlich, beziehungsweise es muss dann wirklich sichergestellt werden, dass Cheats und auch nur Cheats erkannt werden. Und nicht aus Versehen plötzlich jemand als Cheater dasteht oder als Cheater deklariert wird, der gar keiner ist. Das heißt, solche Sachen wie der cheatet von irgendwelchen Menschen, dass sowas darf gar nicht mehr zu Rate gezogen werden. So ein Overwatch-System, da dürfte dann gar nicht funktionieren, weil es immer wieder Fälle gibt, wo irgendwelche Vollidioten... Also, ich kenne Leute, die callen in jedem Spiel einen Cheater. Das heißt, sowas dürfte es nicht geben. Weil dieses System so genau wie möglich sein müsste. Zumindest genauso genau wie unser Rechtssystem, was jetzt auch nicht optimal ist, aber ja, so ungefähr. Weil es dann bitter wäre, wenn irgendjemand oder irgendeine Software dein Antivirenprogramm erkennt und denkt, es ist ein Cheat. Und dann kommst du in den Knast. Das wäre halt bitter. Wirklich höchst bitter. Ja. Aber sowas ist an sich schon eine coole Idee. Es hört sich gut an. Wenn Cheating wirklich hart bestraft werden würde, so wie es eben in... wo ist das der Fall? In, China. Ich glaube, in China ist es so. Ja, ich weiß es nicht. Bevor ich jetzt irgendwelche Fehlinfos gebe, krass, wie er noch nicht mal richtig spielen kann. Richtiger Vollspack. Da wirst du einfach eingesperrt. Da kommst du ins Gefängnis, wenn du cheatest. Das ist ein ganz normales Verbrechen, so wie eben, also es ist nicht dasselbe wie Mord oder Vergewaltigung, aber es ist ein Verbrechen, so wie Mord und Vergewaltigung. Versteht ihr? Es ist auch ein Verbrechen. Die Schwere ist natürlich eine andere. Aber nichtsdestotrotz, da hat man einfach festgestellt, so wie ich es auch vorhin schon erwähnt habe, in den Leuten stimmt was nicht. Irgendwas ist falsch.
Ja, klar, wenn es Kinder oder Betrunkene sind, die nicht klar sind, ist es was anderes. Ja, wenn ein Kind cheatet, ein Kind ist nicht fähig, da richtig zu unterscheiden, was jetzt gut und was schlecht ist und ich cheat jetzt. Aber ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen geistigen, ich hätte fast geistlichen, ab einer gewissen geistigen Reife muss jeder Mensch gucken, wie er tut. Ja, da ist man dann nämlich voll zurechnungsfähig und ein voll zurechnungsfähiger Mensch cheatet eigentlich nicht. Das geht nur, wenn man irgendeine Macke hat. Irgendeine Behinderung oder wie auch immer. Und sowas muss eigentlich aussortiert werden. So wie jemand, der halt dann, keine Ahnung, Leute isst oder sowas. Das ist auch eine Macke. Eine ziemlich schlimme Macke. Ja, was machst du jetzt zuvor, gell? Kleiner Codenascher. Kommt es euch auch so vor, als hätte er ein bisschen runtergefahren, cheat-technisch. Vorhin war es noch richtig krass. Bam, 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 im Sprung-Headshot, dann noch einer. Gut, Vision ist jetzt immer noch hart am Start. Aber vielleicht ist der Aimer jetzt weggeschaltet. Ich drücke ihn trotzdem. Das war vorhin am Anfang ganz klar. Aber möglicherweise hat er den jetzt nicht mehr so hart am Start. Oh mein Gott. Glaubt ihr, er weiß mit seinem Cheat auch... Gibt es Cheats, die anzeigen, wie viel HP die Gegner noch haben? Weil er jetzt das Knife zieht, weil er vielleicht weiß, dass der andere sehr, sehr low war. Wir haben es ja gesehen, der hat ja fast nichts mehr. Wer weiß. Ich werde jetzt gucken, dass ich in Zukunft immer ein zweites Overwatch mache, wenn das erste zu kurz ist. Ich sag mal, 5 Minuten sind noch in Ordnung, finde ich. Aber 2-3 Minuten ist einfach lächerlich. Wenn ein Overwatch so kurz ist, dann muss ich eigentlich dann ein weiteres machen. Beziehungsweise früher habe ich solche Overwatches einfach verworfen. Aber ich mache dann einfach ein zweites hinten dran, dann passt das. Dadurch, dass ich weiß, dass ich einfach CSGO aus und wieder anmachen kann und dann ist der nächste Fall, da ist es auch weniger tragisch. Also, es hat mich halt immer ein bisschen gestört, dass ich halt warten muss. Wenn ein Fall nur ganz, ganz kurz ging, musste ich halt noch 5 Minuten warten, bis ich wieder einen neuen bekommen habe, bis diese kompletten 8 Minuten rum waren. Aber dadurch kann ich jederzeit einfach einen neuen starten. No. GG, easy. GG. Ed Agostini. So, mein Freund. Bye, bye. Snitch. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das seht. Also, wie ihr diese Bestrafung seht bezüglich Cheating. Wie hart sollte man das bestrafen? Findet ihr es sinnvoll, dass Cheater, die voll zurechnungsfähig sind, also Erwachsene, beziehungsweise ab wann ist man voll zurechnungsfähig? Ab 13? Ist man da nicht schon so leicht haftungstechnisch irgendwie zwar noch mit Einschränkungen, aber man haftet schon für Dinge. Es gibt einfach eine Zeit, da muss man gucken, was man macht. Da kann man dann nicht einfach dumm Zeug machen. Und Cheaten zählt da genauso mit rein. Ich bin sehr froh darüber, dass es schon in einigen Ländern so ist, dass man das einsieht. In anderen muss es noch kommen. Mal gucken. Was sagt ihr dazu? Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Es ist ja fast schon ein Podcast geworden. Dankeschön. Macht's gut. Wartet kurz.